die Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum der Namensänderung der Stadt Kaohsiung begannen am Heiligabend. Das Kaohsiunger Symphonieorchester und zwei Kinderchore vor Ort machen zusammen schöne Musik. Nach dem Konzert tauchten 500 Drohnen am Himmel auf und bildeten unterschiedliche Abbildungen wie Schneeflocken, Antilopen und einen Weihnachtsbaum. Der Bürgermeister von Kaohsiung, Chen Qimai, erinnerte an alle, vorsichtig zu sein. Während der Covid-19-Pandemie-Zeiten sollen alle an den Präventionsvorschriften festhalten. Bis 3. Januar 2021 wird jeden Tag am Aihe-Flussufer gefeiert.